Ja, hallo Oliver. Erstmal herzlichen Dank fürs Nominieren, für die Challenge, welche fünf Gegenstände, dass wir immer bei uns haben. Ja, das ist relativ einfach bei mir, weil öfters da gehe ich mit sehr wenigen Gegenständen raus und habe selbst auch wenn ich die große Ausrüstung dabei habe, und das sind eigentlich diese Gegenstände, die ich immer dabei habe. Also in erster Linie mal immer ein Baudrillset. Also vor allem eine Spindel und ein Brett, weil ja je nach Gegend, wenn ich nichts Trockenes finde oder halt keine Lust habe, um etwas Trockenes zu suchen, weiß ich, ich habe das dann immer dabei. Für das Handstück, da habe ich ja schon vorgestellt, da habe ich jeweils mein Messer dabei, das ebenfalls auch gerade ein bisschen Paracord rum hat, und eben hier oben beim Messer habe ich ja das Loch reingebohrt, das ich dann mit der Spindel führe. Das wären also mal Messer und Bohrset. Dann, was ich ebenfalls immer dabei habe, das ist eigentlich dann nicht im Rucksack, sondern in meiner Hosentasche, das ist das Victorinox Messer. Ganz tolles Stück, das ist ein Modell Rucksack und hat eigentlich alles, was ich brauche, Säge etc. alles dabei. Dann ein Feuerstiel von Light My Fire, weil ich finde halt einfach eine sehr gute Marke, da geht auch ordentlich was ab, wenn man da mal dran kratzt. Und zu guter Letzt, weil ja, trinken ist halt so eine Sache, also ich habe nicht immer eine Flasche dabei, aber was ich ganz immer dabei habe, das ist sicher mal ein Becher, weil ja, ist halt zum Abkochen, das Wasser abkochen, wenn ich den Filter nicht dabei habe, aber so kann ich mir was kochen, ich kann mir eine Suppe machen etc., wie auch immer, also und von dem her, also das sind eigentlich meine fünf Gegenstände, auf die ich nicht verzichten will. Okay, Oliver, wir sehen uns ja bald. Dieses Mal klappt es, der Termin, der ist voll fix eingetragen. Ich habe sehr, sehr viel mehr Zeit und wünsche bis dahin dir alles Gute. Und damit die Challenge auch weitergeht, werde ich natürlich hier noch drei Leute, wie du es gemacht hast, benennen. Und zwar werde ich hier den DF, ich werde dich noch anschreiben. Dann ja, nehmen wir doch den Carlos. Carlos ist immer top und immer gut. Und er hat ja, glaube ich, noch Ferien, der hat auch Zeit. Und zu guter Letzt, das dritte, wen könnten wir da nehmen? Mal ein bisschen eine von den kleineren, also abonnentsmäßig von den kleineren, sagen wir mal, ja, nehmen wir den Hias. Also Hias, DF und Carlos. Hoffe, dass die Challenge weitergeht. Würde mich freuen, wenn ihr weitermacht. Weiß gar nicht mehr, wer der Anfänger ist von dieser Challenge, aber ich finde es eine gute Idee und grüße euch und allen noch eine ganz schöne Zeit und genießt es, geht raus, das Wetter ist toll, weil ihr erinnert euch noch, letzten Winter und im Frühjahr da haben wir geklagt, weil es zu kalt war, Schnee und alles, also genießt jetzt auch und macht tolle Filme. Tschüss, bis zum nächsten Mal.